Ja. Schaut relativ bereit aus. Hallo. Jesse. Markus. Fortgeschritten. Tanzen. Wir haben wieder ein bisschen Basic gemacht und Platzwechselvariationen. Normaler Unterarmplatzwechsel. Wir haben gesagt, zuerst ist es wirklich wichtig, wir gehen dorthin als Dame, wo der Herr uns hinhaben möchte. Und wir gehen als Herr dorthin, wo wir die Dame hinhaben möchten. Zumindest den ersten Schritt. Richtig, also dass ich mit meinem, als Dame mit meinem rechten Fuß wirklich immer flexibel bin und wirklich dorthin gehe. Sein Körper geht vor und macht mir Platz. Gut, die erste Platzwechselvariation war nicht die normale Unterarmplatzwechsel, sondern das Ganze auf der anderen Seite, links beim Herrn vorbei, wo die Dame dann auch wirklich machen kann, was sie möchte. Trotzdem aber im Sixcup. Genau, richtig. Links in der Left Side Press. Genau, wir lassen die Dame links vorbei, unsere linke Seite passiert, auch hier der erste Schritt in die Richtung, in die ich die Dame haben möchte. Genau. Und Platz machen, liebe Männer. Gebt euren Damen den Platz, den sie brauchen. Sie haben es verdient. Dann daraus eine Drehung für die Dame. Eins, zwei, die Dame Wechselschritt. So, auf den ersten Wechselschritt dreht die Dame. Zweiten Wechselschritt bringen wir uns wieder in Position. Dann eine Drehung für den Herrn. Auch hier zuerst die Richtung und dann den Wechselschritt drehen die Herren durch. Den zweiten Wechselschritt haben wir dann immer noch zur Verfügung für sonstigen Blödsinn. Und noch eine Kombination daraus. Den ersten Wechselschritt dreht die Dame und den zweiten Wechselschritt der Herr. Einmal die Dame, einmal der Herr. Wo er die Hand hat dabei, ob er sie unten herumlässt oder ob er vielleicht oben an der Schulter ablegt und vorbeidreht, sei euch überlassen, alles wieder Variationsmöglichkeiten. Richtig. Dann hatten wir Sugar Push, der normale, reguläre Sugar Push. Wechsel, Push, Wechsel, Schritt. Schritt, Schritt, Wechsel, Push, Wechsel, Schritt daher. Führt die Dame zu sich mit dem Schritt, Wechsel und beim Push gehen wir dann zurück. Das heißt, wir müssen gar nicht denken, wohin gehen wir, sondern wir bekommen ja wirklich die Bewegung vorgepusht vom Herrn. Davon dann wieder die Variation, den getwisteten Sugarpush hinein, gerade natürlich, dann drehen wir uns hinein und drehen die Dame hinaus und twisten gleich weiter in den nächsten Wechselschritt und Schritt, Schritt, Wechselschritt. Wechselschritt. Wichtig dabei, auch die zweite Hand nehmen an der Hüfte der Dame und helft ihnen so beim Hinausgehen. Aufhören dann ganz normal, am besten mit einem Unterarmplatzwechsel wieder gerade, einfach eine andere Richtungsvorgabe für die Dame. Genau, dann eine kleine Variation für eine Drehung, für eine normale Rechtsdrehung, wo wir gesagt haben, ist egal, ob ihr auf 3, auf und oder auf 4 sie anführt. Hatten wir die Variation mit dem Ellbogen über die Hand. Wichtig dabei ist, liebe Herren, kommt euren Damen entgegen. Holt nicht eure Damen zu euch, sonst wird es zu knapp und es ist kein Platz mehr für den Ellbogen. Ihr müsst euren Damen entgegengehen, möglichst wenig Impuls auf der Seite und dann erst bei der Drehung. Das Ganze dann auch mit einer Drehung für die Herren. War 1, 2, 3 und 4, 5 und 6. Dann haben wir noch gesagt, es gibt noch Spielereien mit Fuß und so weiter. Und haben wir jetzt noch nicht gemacht. Und dann waren wir schon beim letzten Thema mit Hold, dass wir nicht jeden Wechselschritt austanzen müssen, sondern dass wir was machen können statt dem ersten Wechselschritt oder dem zweiten Wechselschritt. Das heißt, Schritt, Schritt, Hold, Wechselschritt oder Wechselschritt, Hold. Hier haben wir eine Variation euch gezeigt, statt dem ersten Wechselschritt für die Bewegung. 3, 4, Wechselschritt, 1, 2, 4. Da haben wir gesagt, das kann die Dame machen, wenn sie will. Das kann aber auch der Herr machen, wenn er möchte. Sollte euren Partner nicht stören. Wichtig ist es nur bitte wirklich nur machen, wenn ihr eine Bewegung habt, wo der Herr nicht im Weg von euch ist. Dann haben wir was Geführtes statt dem 5 und 6, statt dem zweiten Wechselschritt. Einen kleinen Slide. 5 und 6. Und 1, 2, 3 und 4, 5 und 6. Wichtig dabei ist, der Herr muss es rechtzeitig angeben. Der Dame anzeigen, damit sie auch bereit ist, den Schritt in diese Richtung zu machen und gar nicht den Wechselschritt zu tanzen. Sonst einfach wirklich spielen, was geht, weil wie viel Zeit habt ihr für den Wechselschritt? Nicht viel, aber trotzdem sind ein paar Möglichkeiten, ein paar Bewegungen möglich. Seid einfach kreativ, glaubt an euch selber und habt Spaß damit. Dankeschön.